solltest jetzt hier aufmerksam zuhören. Und wenn ich sage du, da gibt es jetzt irgendwo einen Geist, der sich ich nennt und der in diesem Augenblick diese Stimme wahrnimmt. Dieser Geist, der diese Stimme wahrnimmt, hat in diesem Augenblick eine große Chance, nämlich die Chance, seine Welt komplett zu verändern. Es geht hier um einen unpersönlichen Geist, der sich selbst ich nennt. Ich kann jetzt auch sagen, wir. In diesem Geist, je nach geistigem Bewusstsein, werde ich jetzt sehr, sehr viel Konflikt auslösen. Ich bin also nicht hier, um euch in irgendeiner Form zu erklären, dass in der Welt irgendetwas nicht stimmt, sondern ich bin hier, um euch zu zeigen, dass alles in bester Ordnung ist. Du, Geist, der du mir jetzt zuhörst, dass deine unvorstellbare Macht, nämlich die Macht, deine Welt zu verändern, deine eigene Welt. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, zuerst einmal zu erforschen, was deine Welt ist. Du lebst in der Welt deines Glaubens und deine Welt besteht im ersten Mal darin, dass du glaubst. Sag mir, was du gelesen hast und sag mir, was man dir bisher über die Welt erzählt hat und ich werde dir sagen, was du glaubst. Ich kann das auch umdrehen. Sag mir, was du glaubst und ich werde dir genau sagen, was du bisher gelesen hast und was die anderen Menschen über die Welt erzählt haben. Wir sollten aber klar sein, dass es noch unendlich viele andere Bücher gibt, wo auch etwas über die Welt drinsteht, die du noch nicht gelesen hast. Und dass es unendlich viele Sachen gibt, die man dir über die Welt erzählen könnte, die man dir noch nicht erzählt hat. Änderst du dein Wissen über die Welt, ändert sich die Welt. Das ist Fakt. Und ich will jetzt ganz am Anfang die wichtigste aller Regeln setzen. Und diese Regel bedeutet, dass du Gott bist. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, bist der alleinige Bestimmer über sämtliche Qualitäten deiner Welt und nichts und niemand wird deine Richtersprüche abändern können. Du bestimmst, ob was richtig ist und du bestimmst, ob was verkehrt ist. Du bestimmst, ob etwas gut ist und du bestimmst, ob etwas verkehrt ist. Ob etwas schön ist oder etwas hässlich ist und so weiter. Du alleine. Das heißt, wenn du dich dazu entschließt, etwas als richtig anzusehen, wirst du dich auch zwangsläufig gut fühlen, du wirst die Dinge schön sehen. Wenn du dich beschließt, etwas als verkehrt anzusehen, wirst du dich in irgendeiner Form schlecht fühlen selber und du wirst dich hässlich fühlen. Und jetzt beginne ich mit einer Geschichte. Eine Geschichte, ich könnte auch sagen ein Märchen, eine Parabel, eine Metapher. Wir denken uns jetzt ein Land, nennen wir dieses Land Deutschland. In allen Zeitungen, in allen Medien wird berichtet, der König der Könige ist wieder zurück. Wobei in deiner jetzigen Logik das höchst unwahrscheinlich ist. Darum sage ich, es ist ein Märchen. Aber wir haben jetzt nochmal einen gewissen Akt in uns von Fantasie. Wir lassen unsere Fantasie bleiben. Und wir stellen uns jetzt einfach einmal vor, dass in allen Zeitungen, in allen Medien berichtet wird, am so und so vielen, kommt der Meister wieder zurück in die Welt, der König aller Könige, wie auch immer du das jetzt definieren magst. Zwangsläufig ist ein Riesenandrang, alle wollen diesen Meister sehen. Man mietet ein großes Stadion, sämtliche Fernsehanstalten der Welt sind da, die Karten im Stadion sind natürlich vollkommen ausverkauft. Vor dem Stadion werden Riesenbildleinwände installiert, dass die Massen, die nicht in das Stadion reingekommen sind, dass die davor den Meister sehen können. Und es heißt, der Meister spricht um 10 Uhr. Es ist 10 Uhr, alles ist in voller Erwartung und nichts passiert. Gut, warten wir halt 5 Minuten, 10 Minuten. Jetzt kommt schon Unruhe.
vor allem die Verantwortlichen. Die Masse fängt an zu rumoren. Wo ist der Meister? Nichts. Nach einer Stunde große Aufregung, nach zwei Stunden Ärger. Die Medienanstalten bauen ihre Kameras ab. Es war natürlich vorgesehen, das live zu übertragen in alle Welt. Die Fernsehanstalten haben natürlich sofort auf Filme wieder umgeschaltet. Die Menge vor dem Stadion löst sich langsam auf und die Menge im Stadion tritt Betrug und will ihr Geld zurück. Nebenbei erwähnt, dieser Meister hat nie von irgendjemandem verlangt, dass man Geld bezahlen muss für den Eintritt. Das machen die Organisatoren. Würde er das tun, wäre er kein Meister. Erste Faustformel, wenn irgendjemand von euch Geld verlangt, dreht euch rum und vergesst ihn. Es mag noch so weise sein, was er euch erzählt, er wird aber das, was er euch erzählt, nicht selber verstanden haben. Ich möchte es noch weiter erklären. Gut, was machen die Menschen, die rumoren und wollen ihr Geld zurück? Was sie natürlich selbstverständlich auch bekommen, wieder geht an die Kasse und kriegt sein Geld zurück. Nach 10 Stunden sind ungefähr noch 100 Mann im Stadion, die ganz hartnäckig vor dem kleinen Mikrofonstativ haben. Und plötzlich kommt der Meister. Eine Latzhose, eine Zigarette im Mund, offenbar stockbesoffen, geht ans Mikrofon und fängt an, Witze zu erzählen. Nicht gerade anständig über deinen normalen Mensch so. Was natürlich auch den meisten von diesen 100 Menschen irgendwann dann nochmal zu viel wird. Die haben jetzt so lange ausgeharrt, um die wirkliche Wahrheit der Welt zu erfahren. Und jetzt kommt sowas. Ganz anders, wie man sich das vorgestellt hat. Kein wallendes Haar, dahinschwebend, sondern eigentlich ein relativ derber Mensch, der hier Witze erzählt, gut, die sind nicht schlecht, der in Fäkaliensprache spricht. Und dann lösen sich von diesen 100 Mann auch die meisten, die sagen, jetzt ist es genug, wir haben wirklich lange genug gewartet und das lassen wir uns nicht mehr bieten. Bis ungefähr noch 9 da waren, 9 Mann von Millionen, die nicht im geringsten eine Anstalt zeigen zu gehen. Sie warten. Und nachdem keiner mehr in irgendeiner Form signalisierte, dass ihm das zu viel wäre, ändert sich plötzlich der Meister. Keine Spur von Betrunkenheit. Seine grünen Augen fangen zum Leuchten an und er sagt, so, jetzt können wir anfangen. Wisset eins, breit ist der Weg in die Verderbnis, die in die Masse geht. Und sehr, sehr schmal ist der Weg ins Himmelreich. Und ihr 9, die ihr jetzt übrig geblieben seid von Millionen, ihr habt die ersten 2 Hürden ins Himmelreich geschafft. Die erste Hürde ist Geduld. Geduld, Geduld und nochmal Geduld. Und die zweite Hürde ist, sich nicht vorschnell täuschen zu lassen. Diese vorschnelle eigene Meinung, die letztendlich wieder nur auf den Glauben aufbaut. Jeder von euch, und merkt, ich spreche jetzt in einer Mehrzahl, jeder von euch trägt ein eigenes Programm in sich. Und dieses Programm ist euer Glauben. Jeder von euch, der mich jetzt hört, geht davon aus, dass er ein Mensch ist. Und das ist der erste große Durchschuss. Weil kein einziger von euch überhaupt weiß, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ich kann jetzt zum Beispiel eine Schöpfung machen. Ich erschaffe jetzt in eurem Geist einen Menschen, indem ich ganz einfach bloß ein Geräusch ausstoße. Böde. Ihr nennt es Wort oder Namen. Ich reduziere das jetzt nochmal einfach auf den Begriff Geräusch. Wenn ihr jetzt das Geräusch Böde hört, aufgrund eures Programms, löst das in jedem einzelnen von euch Wissen aus. Deutsche Dichterfürst. Und dieser Böde hat angeblich einmal gesagt, ich war nicht dabei, das habe ich aus dem Buch heraus, ihr werdet doch nicht so dörrig sein und glauben, nur weil ein Tier auf 2 Beinen herumläuft, dass es deswegen schon ein Mensch ist.
Jetzt können die Ersten aufschreien und sich beleidigt fühlen. Das, was ihr aufschreit, ist euer Ego. Und dieses Ego, das ist das, was ihr vernichten müsst. Vernichten, nicht in einer Form, dass ihr das umbringt, sondern dass ihr es durchschaut. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Erst wenn ihr absolute Selbsterkenntnis besitzt, habt ihr Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein habt ihr erst dann, wenn ihr einverstanden seid. Vater, dein Wille geschehe, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Erst wenn ihr mit alles und jedem einverstanden seid, habt ihr das eine verstanden, das ich bin. Ich bin, der ich bin. Für dich, Geist, der du mich jetzt hörst, werde ich das sein, was du glaubst, dass ich bin. Ein Großmaul, ein Schwätzer, ich werde mich nicht dagegen wehren. Erinnere dich an das erste Gesetz, ich werde es immer und immer wiederholen. Alles, was du beurteilst, wird dir so erscheinen, wie du es beurteilst. Es wird immer so sein, wie du es beschimpfst. Und wie du es beschimpfst, wirst du es wahrnehmen. Das, was du sähst, wirst du sehen. Du bist der Herr über sämtliche Qualitäten und warst es schon immer. Du hast dir noch nie Gedanken gemacht, worin deine Freiheit besteht. Wirkliche Freiheit. Die besteht nicht darin, dass du dir raussuchen kannst, was du dir denkst. Du hast jetzt nicht die geringste Möglichkeit, das, was du dir jetzt denkst, nicht zu denken. Du bist nicht hier, weil du bestimmt hast, dass du hier bist, sondern du bist hier, weil ich bestimmt habe, dass du hier bist. Wo ist hier? Hier ist jetzt. Und jetzt solltest du sehr, sehr aufmerksam sein, weil ich es dieses Mal zum ersten Mal mache, dass ich dir vor Augen führe, dass du selbst ein multidimensionales Wesen bist. Solange du nur ich bist, ein unpersönliches Ich, befindet sich in dem Hier und Jetzt unendlich viele Möglichkeiten. In dem Augenblick, in dem du dir eine Persönlichkeit zusprichst, das heißt, du gibst dir einen Namen, damit verbunden einen Nachnamen, einen Geburtsort, ein Geburtsdatum, eine Geburtszeit, trittst du in das Siderische, das heißt in die raumzeitliche Lehre. Ich werde das genauer erklären. Und was jetzt ganz entscheidend ist, was dir jetzt hört, jetzt in diesem Augenblick, oder du, unterscheidet sich von allem, was ihr jemals gehört habt, von irgendjemandem, und es unterscheidet sich von allem, was ihr jemals gelesen habt. In einem Punkt, ganz elementar. Alles, was ich euch sage, könnt ihr hier und jetzt sofort auf Richtigkeit überprüfen. Es gibt in einer vermuteten Welt zwei große Blöcke an Denksystemen. Das ist die Urpolarität. Ich nenne das einfach mal die rechte Seite, ist die sogenannte Seite der spirituellen Menschen, die ihr Hauptleben auf Religion aufbauen, auf Mystik, auf Esoterik, das Spirituelle. Die linke Seite sind die sogenannten naturwissenschaftlichen Menschen, die ihr Weltbild aufbauen auf sogenannten naturwissenschaftlichen Fakten. Und ihr werdet irgendwann einmal feststellen, dass im Prinzip der Unterschied zwischen diesen beiden Seiten, der Unterschied ist einer Batterie, die auch zwei Seiten hat, nämlich Plus und Minus. Dieses Plus und Minus steht nicht für besser und schlechter oder für richtig und verkehrt, sondern ganz einfach für zwei Seiten, die sich in der elementaren Struktur genau entgegengesetzt verhalten. Was aber diese beiden Seiten gemeinsam haben, sind sie zuerst einmal, dass sie eine Batterie darstellen, und zwar in Verbindung. Nur diese Verbindung ist Energie. Nur mit dem Pluspol bringst du keine Lampe zum Brennen und kannst du kein Auto starten. Und nur mit dem Minuspol auch nicht. Erst wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse, von Plus und Minus bist, wird dir ein Licht aufgehen, wird dir die Augen aufgehen und du wirst ein Gott sein. Jetzt kann ich natürlich wieder nachplappern und der Harte steht doch irgendwie in der Bibel, das war doch der Sündenfall. So hat man dir das erzählt. Wo das erste Problem ist, du glaubst, jeder einzelne Mensch ist ein tiefgläubiger Mensch. Und dieses Wort Glauben ist natürlich wieder ein Geräusch. Du solltest dir jetzt bewusst werden,
aber dir bewusst machen, dass du zuerst einmal in diesem Augenblick mit Geräuschen konfrontiert wirst. Angenommen, ich würde diese Geräusche, die du jetzt hörst, die du jetzt empfindest, einem chinesischen Bergbauern zuführen, für den würde das dann wirklich nur Geräusch sein, so wie das für dich nur Geräusch ist, wenn dir ein chinesischer Bergbauer irgendwas erzählt. Es ist einfach eine Kette von Geräuschen. Du wirst jetzt zwar sagen, der spricht irgendetwas, aber ich verstehe es nicht. Jetzt hast du, in diesem Augenblick hast du den Eindruck, dass du mich verstehst. Weit gefällt. Du hörst in diesem Augenblick nicht das, was ich dir erzähle, sondern du hörst in diesem Augenblick sinngemäß immer nur das, was du selbst aufgrund deines derzeitigen Wissens in meine Worte hineininterpretierst. Und je nachdem, wie dein persönliches Wissen, dein persönlicher Glaube über die Welt gestaltet ist, wird jedes persönliche Ich bei meinen Worten etwas anderes empfinden. Ein Beispiel. Ich löse jetzt einmal ein Geräusch aus und beobachte mal selber, was dir in Bezug zu diesem Geräusch alles einfällt. Milka. Die meisten von euch werden jetzt zuerst spontan an Schokolade denken, an Kuh, an Lila. Wobei genau diese Menschen von sich behaupten, Werbung manipuliert sie nicht. Wenn ich jetzt etwas jünger bin, dann denke ich im selben Augenzug an Milka. Was, du kennst Milka nicht? Nein, ich meine nicht die Schokolade, die Milka. Man schaut ja immerhin Viva und Milka ist eine Moderatorin. Wer Milka nicht kennt, der kennt auch Adibisi nicht. Viola Adibisi ist auch ein Moderator. Milka ist so eine kleine Schokogrosse, nenne ich immer so, mit Schneckenhaare. So goldige Süße, ist auch Milka. Wenn einer bibelfest ist, der wird unter Milka an die Milka denken. Die Tochter Abrahams, die Tante von Jakob, eine biblische Person. Ich löse ein anderes Geräusch aus, Eva. Da seid jetzt ziemlich einhellig der Meinung, aufgrund eures deutschen Sprachverständnisses, Eva, Frauenname, Frau des ersten Menschen, Adams. Würdest du jetzt in deiner logischen Struktur glauben, du bist ein Israelit, ein Hebräer? Bei den Hebräern gibt es auch das Wort Eva, da bedeutet es aber Sünde, sündvoll. Bist du ein Inder, dann würdest du wieder was ganz was anderes unter diesem Wort verstehen. Du würdest das Gefühl von Gewissheit, von Richtigkeit, von Gewohnheit empfinden. Das kleine Beispiel, das ich euch jetzt gegeben habe, ist unheimlich elementar. Weil du jedes Wort immer nur aufgreifst, aufgrund deines Sprachverständnisses. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du das jetzt begreifst und dir bewusst machst. Jedes Wort hat eine unheimliche Palette von Facetten. Umso mehr Sprachen du beherrschst, umso intensiver wird das Ganze werden. Aber selbst im deutschen Sprachraum, ich habe viele, viele Beispiele hier dazu schon gebracht, für Leute, die sich hier etwas länger mit diesem Phänomen beschäftigen, dass sie selbst sind. Zum Beispiel, ich nenne jetzt ein Geräusch, Kapital. Was löst das Wort Kapital in dir auf? Du wirst feststellen, dass die Palette sehr, sehr weit reicht. Die meisten denken zuerst einmal an Geld. Wenn sie Kapitalisten sind, denken sie an Sicherheit, an Freiheit. Jeder strebt nach Kapital. Ohne Kapital geht es ja nicht, und umso mehr Kapital ich habe, umso besser bin ich, umso mehr Sicherheit habe ich, umso mehr Freiheit habe ich. Bin ich eine linke Socke, wie man so schön sagt, dann ist es schon ein Schimpfwort, dann werde ich das Wort Kapital negativ auffassen. Aber was heißt jetzt Kapital wirklich? Rein von der Sprachstruktur ist es ein lateinisches Wort, das heißt, bin ich ein gebildeter Lateiner, und alles, was ich jetzt sage, kann jeder von euch überprüfen. Jan, holst du mal bitte die Bücher? Kapital nach Langenscheid. Frankfurter Buch Langenscheid. Da steht drinnen, Kapital ist gleich ein todbringendes Verbrechen. In anderen Wörterbüchern steht drin, ein todeswürdiges, todbringendes Verbrechen. Und jetzt mache ich eine kleine Brücke. Jeder von euch kennt den Begriff Kapitalverbrechen. Damit ist kein Wirtschaftsverbrechen gemeint.
Es ist ein Verbrechen, wo ein anderer Mensch ums Leben gekommen ist. Und es gibt es doch tatsächlich solche Idioten, Idiot ist wieder ein Geräusch, denn das sind ja letztendlich alle von euch als Beleidigung auffassen, wenn ich sage, du Idiot. Idioter in Lateinisch heißt eigentlich nur ein einfacher Mensch. Ihr könnt auch sagen, ein besonderer Mensch, ein spezieller, ein individueller Mensch. Idiot ist keine Beleidigung, es ist für dich Geist, der du mich jetzt zuhörst, letztendlich nur immer das, was du daraus machst. Wie war das noch? Du bestimmst, ob was richtig oder verkehrt ist, ob was gut oder was böse ist, ob was schön oder hässlich ist. Und so wie du das bestimmst, wird dir das erscheinen. Und es gibt jetzt tatsächlich solche Idioten, die hundertprozentig davon überzeugt sind, dass sie Kapital am Leben erhält. Ich nenne es immer, dass die Toten ihre Toten begreifen. Wahrlich, ich sage euch, bevor ein Reicher in mein Himmelreich kommt, geht ein Kamel durch ein Nordlicht. Was jetzt nicht heißt, dass die Reichen, wenn du reich bist, dass du nicht ins Himmelreich kommst. Weil hier die Schwierigkeit ist auch, das Wort reich hat viele, viele Facetten. Und die Kunst ist es. Bin ich reich im Geiste oder reich in der Geldbörse? Das eine muss nicht unbedingt das andere sein. Ich habe bloß gesagt, ein Reicher kommt nicht rein. Es heißt jetzt aber auch nicht, dass ein Reicher nicht reinkommt, wenn er reich in der Geldbörse ist, weil er könnte sich das nicht raussuchen. Und es führt uns jetzt zum zweiten Grundsatz. Der erste Grundsatz, und den werde ich immer wiederholen, weil der ganz wichtig ist. Ich bestimme, ich, in Anführungszeichen gesetzt, ich könnte auch sagen, ich bestimmt, was richtig und verkehrt ist. Ich bestimme, was schön und hässlich ist, was gut und böse ist. So wie ich jetzt bestimme, wird es mir erscheinen. Und so wie es mir erscheint, wird es letztendlich rückwirkend in mir Gefühle auslösen. Diese Gefühle muss ich leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich gebe dir jetzt einen kleinen Rat, das ist das, was du jetzt hörst, dir immer wieder anhören. Wenn du dich jetzt umsiehst, wirst du etwas sehen. Du wirst glauben, dass da außerhalb von dir etwas ist. Was du Geist, der du mir jetzt zuhörst, siehst, ist absolut davon abhängig, was du glaubst, wer du jetzt bist. Schau in mich. Schau dich mal um. Du glaubst jetzt, im Bodensee zu sein, in deinem Wohnzimmer. Und das, was du hörst, ist kein Mensch, sondern es sind Lautsprecher. 5 Stück. Schau mal nach links, da ist ein Schrank, rechts und links neben dem Schrank stehen 2 Boxen. Dann schau nach rechts, da ist ein Schreibtisch, rechts und links neben dem Schreibtisch stehen nochmal 2 Boxen. Und dann hast du auf der anderen Wandseite nochmal einen Schrank und da liegt ein Subwoofer drauf. Das ist ein 5. Lautsprecher, die klingt Essenz vom Ganzen. Jetzt in diesem Augenblick hören mich Millionen von Geistern. Wenn du natürlich jetzt glaubst, du bist Sigmund, dann glaubst du im selben Moment, dass du jetzt in Almener bist und dass hier 2 Meter, 2,5 Meter vor dir ein Mensch spricht. Diesen Mensch denkst du dir aus. Ich betone, der Mensch Udo Petscher wird von Sigmund ausgedacht.